Hallo, hallo. Hallo. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Stabil, brav, stabil. Wohin sollen wir? Oi, wait a minute. Okay, let's alle go zum Sloppy. So, let's go. Ui. Damn, boy. Die sind heftig. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Aus welcher Ecke Deutschlands? Nordrhein-Westfalen. Okay. Ich bin aus Köln. Berlin. Berlin? Yes, sir. Ah, geil. Und Luciano Hyper und Easy for me X. Ihr quatscht nicht, wa? Doch, herzlich willkommen. Mensch, quatscht doch mit uns! Und habt ihr noch Ferien oder habt ihr frei? Oder also, das kann ja alles möglich sein. Ich muss gleich arbeiten. Ich hab spät. Ah, wie bitte. Was findest du besser, Früh- oder Spätschicht? Beides. Mittelschicht, das mag ich nicht. Mittelschicht ist wack, ja, weil du stehst auf früh und gehst spät nach Hause und alles ist genau, das ist das, was ist, ne. Also, mit Früh und Spät ist kein Problem, komm ich klar. Hab ich beides, aber Mittelschicht, boah, ne. Das ist nicht meins. Ich muss sagen, Teil, von... Ich bin manchmal auch teilweise arbeiten. Du bist auch manchmal schon arbeiten? Nimm's mir nicht übel, du klingst halt noch relativ jung. Bin ich auch früh da öfters hier mit so Sachen gefahren. Ach so, ja, okay, das ist doch auch geil. Ich war eher so kleiner. Ich war jetzt noch nicht so Klaas Axel oder so. Aber alleine, dass du schon ein bisschen rumfährst und alles, ist doch schon mal gut. Ich bin schon seit ich Kind bin, also gut, also Kind, aber. Warum bist du schüchtern? Du hast es so an. Hey Luciano, du hast gerade geredet, ja. Oder? Ja, meine Wenigkeit hat geredet. Ah, geil, jetzt sind wir komplett, endlich. Ja, dann lass mal probieren, hier gemeinsam den Win anzupeilen. Sollen wir zum Boss? Der da hinten beim Superlami oder meinst du bei Brutal Bastion? Ja, brutal. Okay. Denn gemeinschaftlich, let's go, oder? Vorne sind auch gewesen. Ui, Optimus Prime Waffe schießt zweimal auf mich. Wow. Hier. Wow, Idiot, ich werd gepusht. Ich muss mich kurz heilen. Das hat ihm, glaube ich, gar nicht geschmeckt. Boah, ich hab den gut gegeben. 103, der unten. Ah! Einen habe ich hier bei mir. Er ist weggejumpt von mir, ist. Nein, das one, der weg. Pass auf, direkt bei dir, genau. Ich bin sowas tot. Ja, genau. Jetzt bin ich da. Warum? Geh nochmal zurück. Ja, geh dort hinter. Warum bist du? Ja, und jetzt hau mal dort rein, wo meine Karte ist. Ich hab deine Karte. Ich hol ihn hier bei dem Bus hier vorne. Ja. Hab den. Stark. Very good, very nice. Vorhin fragen wollte, ist einer von euch One Piece Fan zufällig? Ja, meine Wenigkeit. Hast du, bist du aktuell? Ja. Also, beziehungsweise anders Mango. Gefragt, Manga oder Anime? Manga. Okay, dann bist du ja weiter als ich auf jeden Fall. Ich bin nur ein Anime-Boy leider. Hast du die neueste Folge gesehen? Ja, eben, ich wollte gerade darauf hinaus, ohne Witz, wie diese ganzen Memes, die gerade das Internet überschwemmen, bei mir auch im Kopf die ganze Zeit. Mucki Mucki! Mucki! Ja, Mucki Mucki, Power! Ja. Boah, ja, das ist anders. Bei dir alles gut? Ja, ich hab den so geholt. Ganz ehrlich, ich hab bei dieser ganzen Folge nur gelächelt. Es war einfach krass gewesen. Ey, hier liegt, okay. Aufpassen gegenüber. Oh. Oh, der hat Feuer. Hoch zur Insel. Hinter uns ist auch Action. Aber der ist schon dort. Ich bin Insel oben. Okay, das ist anders. Okay, dann müssen wir eigentlich zu. Da müssen wir mit. Wo sind die? Der haut dort hinten ab. Der Bot ist tot. Dort hinten. Yep. Der eine ist bei mir. Genau. Wir müssen Bots mitnehmen, auf jeden Fall noch. Nein! Lottex, wir haben sehr viele Probleme. Alle down. Warte, vielleicht krieg ich deine Karte noch.
Guck mal, er heilt sich bevor er mein. Ja, ja, ich hab die Karte noch. Schade. Ach Mist. Habt ihr Bock noch eine? Ja, klar. Ja, warum nicht? Okay, let's go. Was? Wo fliegen wir hin? Zu Francie wollte er. Ah. Also ich muss sagen, bei der Gear 5 Folge selber, wo Disney mitgemacht hat, ne? Die Animation und alles. Im Nachhinein vom Gedanken her, dass Ruffy ja so verrückt bleiben soll wie überhaupt, so, eigentlich sehr genial. Aber jetzt auch die neueste Folge, wo auch die Macher von Attack on Titan wieder drin waren, fand ich irgendwie schon wieder geiler als diese Disney-Folge. Aber alles trotzdem sehr genial, ohne Witz. Haben sich ja irgendein Studio macht da ja mit. Genau, Warner Brothers, die machen mit. Ja, ja, meine ich ja, Disney, Warner Brothers, ist ja. Die haben nur die eine Folge, wo Ruffy halt hier 5 bekommen hat. 1070 war haben. Die zweite Folge, war oder die zweite 69. Folge nicht mit Warner Brothers? Nee, nur die 69, 1069. Ich muss selber sagen, ich fand die zweite Folge auch besser. Es war, also, dieses ganze, boing, boing, so diese ganzen Sounds, fand ich schon sehr lustig, aber schon so ein bisschen so komisch, also so, wo man sich dachte... Es hat sich gerade sogar noch lustig angehört, weil man nicht doppelt hört. Geil. Wer ist dein Lieblings, William? Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen doch Flamingo oder Blackbeard. Ja, okay, okay. Ich hätte auch auf Doofy getippt, ich wurde leider genockt. Doofy spricht einfach nur Fakten. Das, was er so sagt. Und Flamingo steht halt für... Der ist einfach böse. Yeah. Aber auch das, was er so sagt, so seine Zitate, man muss mal so drauf achten, was das für eine Bedeutung hat, teilweise. Sorry, Jungs, dass wir hier gerade voll deep in der Materie sind. Bei One Piece geht's einfach nicht anders. Und ich liebe es. Oder bei Quadfahren auch nicht. Schaust du andere Animes? Tatsächlich bin ich die Generation, die früher mit Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Und so weiter und Pokémon natürlich aufgewachsen ist, ne? Und ich habe mir selber gesagt... One Piece immer die Nummer 1. Ich habe One Piece damals als Kind angefangen, aber ich habe sehr lange liegen lassen. Und dann jetzt, so vor anderthalb Jahren, habe ich so gesehen meine Reunion wieder gemacht. Und ab 400 einfach wieder angefangen. Und dachte mir so, Digga, ich muss jetzt durchziehen, ich will das jetzt alles gucken und bin jetzt so froh, dass ich das durchgeguckt habe wieder. Auch ein Freund von mir hat sich das in 2-3 Monaten durchgeguckt. Da hat es richtig ernst gemeint, er wollte unbedingt diese G5-Folge sehen. Und der hat es aber auch rechtzeitig geschafft, ich kann es nicht glauben. Der war vor einem Tag, bevor G5 kam, so ungefähr 20 Folgen entfernt. Der hat es halt echt noch geschafft. Meine Frage, seid ihr denn aus der Schule und alle? Ich meine, bin schon lange, ja. Was? Du, mein Bester, bist du noch in der Schule, schätze ich mal, ne? Ich, ja. Wie läuft's? Gut. Sag. Ich hab sehr schlechte Mathekenntnisse. Okay, Mathe ist immer nur eine Übungssache. Mathe ist wirklich nur eine Übungssache und Routine. Ich meine, du musst nur Formeln in deinem Kopf abrufen und alles und dann hast du es. Ist doch alles nur eine Übungssache. Relativiert gesehen, natürlich. Es gibt Menschen, die kommen auch nicht gut mit Englisch klar. Ja, selbstverständlich. Ich muss sagen, Mathe war für mich immer wie so ein kleiner Bruder. Ich habe ihn sehr oft gehasst, aber auch sehr oft geliebt. So. Perfekt. Also, um geht wieder Achtung. Hypnotix hat bei sich ein. Ne, gibt auch noch welche. Oh, er ist gleich down. Aufpassen, Hilfe. Ah, deswegen. Ja, ich komme auch dahin. Du meinst deine Nuss-Nougat-Creme-Stulle? Hast du auch noch einen Schliff? Versuch einfach lang zu überleben. Ich glaube dir direkt Luke. Digga, ich war in deiner Box. Du sagst. Luciano, wir gehen in die Zone, ne? Nur zu. Also. Achso, ja, stimmt, ja. Ich lauf dann, weil ich fighten will. Alles gut. Ey. Ja! Jawoll! Hey, jawoll. Du musst einfach gar nichts machen. Geil, Junge! Ja, ich sag es. Meinst du deine Nuss-Nougat? Warum bist du schüchtern? Geh nochmal zurück. Mucki! Boah. Euer Amethyst da.